Hallo und willkommen aus Rotterdam. Und ich sag nicht viel, ihr guckt euch direkt die Bilder an und geht direkt los. Run free and dive into the sky. Hear the wind crying out its prayer. Why are we so ashamed to be alive? Break the chains and our freedom's ours to take. Look behind your back. Chase a light when the world is getting darker. I have a dream where love's the only side. So take my hand, join the army of the shadows. Going harder, we are more than numbers. Standing in this air. So Leute, das waren die Aufnahmen aus Rotterdam und was ist mein Fazit? Ja, das ist eigentlich ziemlich gemischt. Ich bin ja nicht so der Großstadt-Fan. Ich war damals öfter mal in Düsseldorf, das ist ja hier in der Nähe, und Rotterdam. Erstmal die Straßenführung, kompletter Scheiß. Vierspurig, man fährt, denkt man fährt geradeaus und steht auf einmal auf eine Linksabbiegespur oder Rechtsabbiegespur oder wo auch immer und kommt gar nicht mehr richtig rüber. Die Holländer, die fahren wie Sau. Können eigentlich gar nicht fahren. Aber ich hoffe mal, das hören jetzt keine Holländer. Es gibt Holländer, die können bestimmt gut fahren. Bestimmt. Also geht nicht an alle Holländer. Jo, von den Gebäuden her, ihr habt ja die Mall gesehen. Boah, ich fand die einfach nur hammergeil. Ich blende es kurz nochmal ein. Ihr seht ja die Blumen da an den Wänden und die Fenster, da sind Wohnungen drin, da an den Fenstern. Also die Leute, die da wohnen, die können tagsüber echt in die Mall reinschauen gucken, was da abgeht und so. Und boah, ist einfach nur Hammer. Und die Art, das Angebot da überhaupt allgemein ist recht gut. Ich wünsche mir eigentlich so Malls auch hier in Deutschland, aber diese gibt es hier viel zu wenig. Weil es schon cool, so frische Sachen auf dem Markt zu bekommen, wie Fisch und Gemüse. Das fehlt hier so ein bisschen. Und sonst so von den Gebäuden, die sind ziemlich modern, weil ja damals im Zweiten Weltkrieg da alles weggebombt worden ist. Und die haben jetzt alles neu aufgebaut und das sieht dann halt so ziemlich modern aus. Ich finde aber, passt schon irgendwie da rein. Ja, okay, die ganzen Hochhäuser ist schon krass. Jo, allgemein Fazit für euch. Man muss jetzt nicht unbedingt dorthin fahren. Der nächste Ziel für mich ist auch eher der Rotterdamer Hafen. Nur ich habe jetzt nicht rausgefunden, wie ich da hinkomme und wie genau. Aber das wird das nächste Ziel wohl sein. Aber Rotterdam Stadt muss ich jetzt nicht unbedingt nochmal besuchen. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt mir einen Daumen nach oben. Wenn ihr keine Vlogs und andere Videos verpassen wollt, abonniert den Kanal einfach und ihr verpasst nichts mehr. Und ich würde sagen, das war's erstmal und wir sehen uns beim nächsten Video, Leute. Haut rein!